Wenn man momentan durch Karlsruhe läuft, sieht man überall diese Plakate hängen. Doch was genau ist Karlsruhe klingt Music to go? Music to go ist das, was es ist, also wie es klingt. Kein Coffee to go, aber Musik zum Mitnehmen. Also beim Einkaufen, beim was trinken gehen in der Innenstadt, Musik einfach mitzunehmen, zu partizipieren, kurz vorbeizugehen oder, wenn man möchte, stehen bleiben, sich anschauen, zuhören und wieder gehen. Music to go ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule für Musik Karlsruhe, dem Stadtmarketing, der KASIG und der City-Initiative Karlsruhe. Bereits zum vierten Mal haben die Studierenden die Möglichkeit, in der Innenstadt zu musizieren. Und es geht einfach darum, die Studierenden in der Stadt wahrnehmbar zu machen, im besten Sinne, über 150 Studierende in der Stadt. Andererseits geht es einfach auch darum, dass die Menschen, die am Samstagnachmittag in der Stadt sind, mal sehr niedrigschwellig mit sehr guter Musik zu erfreuen. Was Music to go so einzigartig macht, ist, dass Plätze bespielt werden, wo sonst keine Musik oder kein Theater aufgeführt wird. Bereits zum vierten Mal haben die Studierenden die Möglichkeit, in der Innenstadt zu musizieren. Ich finde, das ganz Besondere ist, dass man keine Infrastruktur hat. Man baut was auf, 4 Stunden machen wir Musik, Konzert und danach ist es weg und wer da war, sieht den Platz, wie er ihn noch nie gesehen hat mit Konzert und dann wieder so, wie er ihn kennt. Das finde ich schön. Doch warum nehmen Studierende an so einem Projekt teil? Einfach dieses in der Stadt sein, die verschiedensten Menschen da treffen, auch zum Teil ins Gespräch mit anderen Leuten zu kommen. Nicht nur also mit Musikhochschulfreunden, sondern wirklich totale Bandbreite von jung bis alt. Grundsätzlich ist es, müssen Sie sich das so vorstellen wie ein Musikstück in 13 verschiedenen Akten. Das heißt also, Sie können eine Straßenecke weitergehen und alle halbe Stunde fängt an einer neuen Straßenecke ein neues Musikstück an. Das heißt, es gibt die Möglichkeit innerhalb von 16 bis nach 20 Uhr ganz viel verschiedene, also das gesamte Repertoire der Hochschule für Musik kennenzulernen. Music to go findet an 13 verschiedenen Orten statt. Die Besucher hatten in den vergangenen Jahren Probleme, den Überblick über das Programm zu behalten. Diese Schwierigkeit haben die Organisatoren aus der Welt geschafft. Im Unterschied zu 2011, glaube ich, wir haben das Programm mehr verdichtet. Wir versuchen, Routen anzubieten für die Besucher, dass jeder schon mal entweder eine unserer Routen annehmen kann, die laufen kann, oder sich wieder ganz selbst entscheidet, wo er gerne hingehen möchte. Ich glaube, da sind wir neu und wir wechseln an den Spielorten auch die Programminhalte. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Diesen außergewöhnlichen Tag sollte man sich sicher nicht entgehen lassen. Liebe Freunde der Musik, kommt doch am 7. Juli 2012 nach Karlsruhe in die Innenstadt und hört euch Music to go an.